Wir sind heute zu Gast bei der Firma Thomas Holding in Bremervörde und eröffnen die Roadshow Innovation ist der Rohstoff der Zukunft, die wir gemeinsam mit der IF und dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft in ganz Deutschland durchführen. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen und treffen uns mit Vertretern aus Unternehmen, Politik und Gesellschaft. Ja, Innovation ist der Rohstoff der Zukunft. Innovation letztendlich führt dazu zu Wachstum, zu Umsatzwachstum, zu Unternehmenswachstum und zu Nachhaltigkeit. Beim Thema Innovation geht es vor allen Dingen um eine einzige Frage. Sind wir bereit, Fehler zu akzeptieren? Können wir es ertragen, dass wir scheitern? Denn Innovation bedeutet immer, etwas Neues zu beginnen und wir wissen nie, wo wir landen. Das heißt, es kann auch sein, dass wir scheitern. Und wenn wir das nicht ertragen können, wird es nichts mit der Innovation. Meine Geschäftsidee sind essbare Bilder, die man für verschiedene Gebäcksachen benutzen kann. Und anderen rate ich einfach loszulegen, wenn ihr eine Idee habt, legt los, macht und tut und legt alles daran, auch egal, was andere euch sagen. Das Schlimmste, was die Politik Unternehmern antun kann, ist, sie zu nerven. Ihnen auf den Keks zu gehen, und zwar im besten Sinne oder schlechtesten Sinne des Wortes, ihnen zu sagen, wie sie Unternehmen zu führen haben und auch ihnen dann klar zu machen, dass wenn sie gescheitert sind, dass dann irgendeine Unterstützung um die Ecke kommt. Wir sollten diejenigen, die innovativ sein wollen, wirklich in Ruhe lassen. Das ist die vorrangige Aufgabe von Politik. Ich glaube, das können wir auch von den USA lernen. Es war eine hervorragende Auftaktveranstaltung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel Gespräche geführt mit Unternehmern, die auch gesagt haben, das war eine super Sache, dass sie hergekommen sind nach Bremervörde. Also generell das Format war hervorragend, das Ganze an einem Nachmittag durchzuführen. Die Auswahl auch der Referenten war aus meiner Sicht hervorragend, dass man ein gutes, breites Spektrum hatte. Also außerordentlich wertvoll. Ich werde wieder daran teilnehmen, wenn es angeboten wird für mich.